ich würde sagen, wir düsen einfach mal rein. Ich würde sagen, wir düsen einfach mal rein, weil wir haben alles, was rechts vom Baumhausen City ist, noch gar nicht erledigt. Das heißt, das sollten wir eigentlich ganz gut jetzt erstmal machen können. Und ansonsten schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, sollen wir mit Background-Mucke spielen oder sollen wir einfach Hintergrund-Mucke wieder anmachen? Ich weiß es nicht. Nach dem Orden bekommen wir den Ability-Patch. Okay, das ist sehr cool, muss ich sagen. Verliere ich die Gerichtsverhandlung und dann lese ich, dass mein Sub ab... Ja, ich würde sagen, eins ist ein bisschen schlimmer als das andere vermutlich. Aber ja, das klingt sehr unangenehm. Okay. Der hätte sogar Risikotackle. Das können wir uns merken, falls wir irgendwann den Salamence-Nieten bekommen. Dann ist das natürlich auch eine Option, dass man mega brutal anders spielt. Weil ich das Gefühl habe, dass das Mega gar nicht so viel bringt, weil... Weil dann ist Bedroher nämlich weg. Und ich weiß gar nicht, wie gut ich das finde, wenn Bedroher weg ist, um ehrlich zu sein. Das finde ich, glaube ich, gar nicht mal so geil. Aber naja. Da müssen wir durch, ne? Da müssen wir durch. Wie war denn ansonsten der Rest eurer Woche? Ich meine, wir haben uns am Mittwoch gehört und jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag nicht. Eigentlich wollte ich gestern streamen. Da war dann nur ein bisschen die Problematik, dass... Also meine Freundin und ich irgendwas am Freitag gegessen haben. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was es genau war oder ist. Was dem Magen nicht so bekommen hat, sag ich mal. Und deshalb war der Rumoren war die ganze Zeit am Start. Deshalb, ja, ich glaube, das ist dann keine so gute Idee, wenn man in so einem Zeitraum dann streamt. Also ich habe gestern noch ein bisschen was aufgenommen und es war eigentlich auch nichts, aber... Man weiß ja nie, ne, bei sowas. Also das ist immer, das ist schon immer sehr nervig, muss ich sagen. Hallo Freaky, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und vielen Dank für den nice Resub. Grüß geht raus an dich. Ich wünsche viel Spaß weiterhin mit den Emoticons. Na, hallo auch an Hansi, ich hoffe, auch dir geht's gut. Ich hoffe, auch du hattest einen schönen Tag. Hello. Da kommt ein Bounce, ja, das ist mir egal. Gestern Ramen essen war so das Highlight. Oh, das ist ganz nice. Wir gehen heute Abend noch essen in ein japanisch-afrikanisches Restaurant. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ganz nice. Das war ein Crit. Ja, okay. Snorlax ist jetzt nicht unbedingt getrimmt darauf, sehr viele Tag zu haben. Deshalb passt das. Deshalb bin ich damit sogar ganz zufrieden. Und ja, da habe ich schon Bock drauf. Ich habe mir schon ein paar Sachen rausgesucht. Da gäbe es potenziell auch Ramen. Vielleicht esse ich heute Abend Ramen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin eher bei dem Sake-Lachs-Curry momentan hängen geblieben, weil das sehr wild klingt. Und Multi, vielen Dank für die 5 geilen Gift-Subs. Grüß geht raus an dich. Vielen Dank für den Support. Damit Hallöchen. Ich gehe stark davon aus, dass du da bist. Dementsprechend, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Alter, der und sein Scheiß-Bounce geht mir jetzt ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen. Ne? Pyroar. Boah, eigentlich will ich da drin bleiben, um ehrlich zu sein. Weil wir müssten noch Fickfett drauf haben. Ja, das war ein Crit. Geil. Das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts. Heilige Kacke, okay. Das sollte Snorlax hinbekommen. Das Problem ist, dass zwar jetzt ein Jugendamtsbegleiter kriegt, der ein bisschen aufpasst. Nur dass halt blöderweise seine Ex-Freundin, weil die beim Jugendamt arbeitet. Boah, ich weiß nicht mal, ob das unbedingt schlecht ist. Weil ich glaube, die kackt den ja dann direkt an, wenn der irgendeine Kacke baut. Deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob das was Negatives ist. Würde ich jetzt eher nein sagen. Exo verspeist die Löwin zum Frühstück, das ist absolut richtig. Ich glaube, das Teil kann ja Anpassungen auch haben. Also, zumindest in den meisten Ex hat Pyroleo, das habe ich das Gefühl. Deshalb, selbst dafür fuden wir das ja auf, als wäre es nichts. Das finde ich ganz, finde ich aber auch ganz gut. Ja, ansonsten, was habe ich die Woche so getrieben? Ja, gestern haben wir halt gar nichts wirklich gemacht, weil wegen Magen. Das war sehr viel rumflacken und gar nichts tun. Wir haben noch Orange is the New Black, gucken wir momentan. Haben da einiges gut weitergeguckt. Das macht sehr viel Spaß zum Gucken, kann ich jedem empfehlen, mal anzugucken. Ansonsten, haben wir jetzt erstmal hier noch einen Encounter für uns. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht groß was gestern getrieben. Na, aufgenommen. Und auch gleich geschnitten, weil ich bin ja nächste Woche Mittwoch bis Sonntag bei meinen Eltern. Weil ich da auf den Hund aufpasse. Also im Homeoffice. Ich arbeite ganz normal. Ich habe mir dafür jetzt Gott sei Dank keine Urlaubstage genommen. Ach du Scheiße, was will ich denn mit dem? Ach du Kacke.
Also ich glaube, da hätte es 3 Millionen bessere Encounter gegeben als das. Kann man nicht vorstellen. Okay, der hat immer einen Battle Pass drauf. Vielleicht kann man damit was machen. Nee, er hat sie verlassen, weil sie ihm angeblich fremdgegangen ist. Aber jetzt sind sie komischerweise wieder zusammen. Warte, die... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, es wäre die Ex-Freundin, die beim Jugendamt da dabei ist. Aber die kann ja nicht... Hä? Irgendwas blicke ich gerade nicht daran. Ah, ist okay. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ah, ich habe auch Quickballs. Shit. Der verfolgt mich wirklich, aber am Anfang ist der ja auch gar nicht so kacke, aber... Jetzt hier... ganz großes, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht. Also da, ich weiß nicht, was es hier noch so gegeben hätte, aber da gibt's Besseres. Was hassen wir? Clover, vielen Dank für den nice Prime. Kuss geht raus an dich. Viel Spaß weiter mit Ihnen. 17 geile... Es ist so crazy, wie super viele Leute den Dings haben. Wieso kaufst du eigentlich keine Dream Balls? Ich habe Dream Balls, aber ich habe nie eine Ahnung, was die Dings-Fähigkeit ist. Und ich sag ehrlich, Blindheit. Ja, das ist... Also blind sein hasst man. Ich nehme jetzt einfach mal nur blind. Aber dadurch, dass wir ja sowieso jetzt den Dings bekommen, ist es okay. Damit kannst du immer die Hidden Ability bekommen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß ja immer nie, was die Hidden Ability von den meisten Mons ist. Ich weiß ja nicht, was gechanged wurde. Nachschauen. Aber wenn ich bei jedem Encounter nachgucke. Vor allem bei so einem Rotz. Also bei dem wichtigeren Mons gucke ich es mir ja an, aber... Bei so einem Stück Scheiße... Oh. Ja, guck. Der hat Dazzling als Ability. Das ist actually ganz geil. Das könnte sogar vielleicht nützlich sein, je nachdem, für den Doppelkampf. Oder, ja doch, Doppelkampf. Der kann auch Nasty Plot. Ja, okay, der ist zum Battle Pass da. Frag mich, ich weiß alles. Kennt das Spiel schon auswendig. So durchgezockt wurde das. Merk schon. Ja, ansonsten, überlege ich gerade, ob noch irgendwas Spannendes zu berichten vorhanden ist, aber ich würde tendenziell eher nein sagen, weil war ansonsten halt eine normale Woche, ne? War jetzt nichts Spektakuläres, dies, das. Also von dem her, bin jetzt nebenbei am Futtern, gönnen sie sich. Ja, bei uns gab es Weißwurst und Wiener Frühstück. Das war ganz nice, das hatten wir echt lange nicht mehr. Und was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir auch was wir lange nicht mehr gemacht haben. Einmal nur so Kartoffelwedges, Chicken Nuggets und Mozzarella Sticks gegessen. War auch wild. Ich glaube sogar Kekkele haben wir. Ja, wobei, wer weiß, vielleicht kann man die Battle Pass Strategie wirklich mal mit Warchok zum Beispiel bei Arena 8 oder so irgendwie sinnvoll mal nutzen. Also ich würde nicht mal sagen, dass es pauschal schlecht ist. Oh Mann! Das Kekleon sogar ge-one-shotted, crazy. What a time to be alive. So, dann haben wir jetzt nämlich die Scheiße auch abgeschlossen. Die Frage ist, ob man jetzt gleich den Weg auch gleich macht. Ich weiß ja nicht, ob es sich lohnt, hier durchzulaufen. Dann hätten wir nochmal einen Encounter mehr. Nee. Na, wobei, ich glaube, wir haben gar nicht so viel gegen Flug-Pokémon da, ist halt das Ding. Ich glaube, wir hatten halt immer das Problem, dass außer Bronzong wir nicht wirklich irgendwas da reinwerfen konnten. Deshalb, vielleicht ist es nicht verkehrt, das zu recherchieren, weil es hier noch so gibt. Das ist vermutlich nicht verkehrt. Du hast seit der Verhandlung nicht mehr geschlafen, das war gar nicht gut. Bin auch nicht daheim, musste arbeiten. Am Sonntag arbeiten. Das hört man nicht gern. Das hört man nicht gern. Andererseits, ich meine, dann hat man einen Montag oder Dienstag frei, was eigentlich sogar so für so Einkaufenssachen und sowas ist es eigentlich recht wild, muss ich gestehen. Wenn man da frei hat, dann geht das eigentlich immer ganz fit, muss ich gestehen. Das finde ich, das stelle ich mir zumindest ganz nice vor, weil da kann man ein bisschen besser einkaufen. So samstags. Samstag einkaufen ist immer so eine Sache, die macht man echt ungern. Kann ich aus Erfahrung sagen, die macht man sehr ungern. Vor allem, wenn dann auch noch richtig viel los ist, dann ist es so nervig. Heilige Kacke. Ist das nervig.
Eddie ist der Wahnsinn. Und hallo Kreine, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Hallo, geht's halt zum Mario Kart Win? Aber ich muss sagen, als ich das gestern mit Mario Kart gesehen habe, dachte ich mir auch, ich hätte mal wieder Bock, Mario Kart zu spielen. Ich habe auch allgemein, glaube ich, mal Bock, in irgendeinem Spiel besser zu werden, außer in Pokémon. Ich würde sagen, in Pokémon bin ich ganz gut, aber... Ich meine, Pokémon ist ja im Endeffekt auch nur ein riesiges Schachbrett, ne? Also mehr ist es jetzt auch nicht. Und ich würde, ich weiß noch damals die Smash-Zeit, als wir alle so ein bisschen Smash gegrindet haben, die war ganz cool. Also da war ich nie wirklich gut, sag ich ehrlich. Aber das Problem ist eher da gewesen, dass ich halt so schlecht von Anfang an war, dass da eine krasse Kurve sein musste. Also was heißt Kurve, aber da gibt es so viel für mich zu lernen. Deprimiert mich ein bisschen, dass ich den nicht gewonshottet habe. Hallo Jerry, hallo Mr. M. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, beziehungsweise habt einen guten Tag beziehen gehabt. Hallo. Mit wem outspeed ich den denn sich? Beziehungsweise wir gehen einfach in Zahnweh. Sollte auch passen. Es war sogar ein bisschen. Wir hätten, I guess, sogar wechseln sollen. Weil wir waren gerade eigentlich komplett in Crit Range. Das war gar nicht. Ah, so schlau. Bounce. Okay. Warum auch immer jetzt von allen Moves Bounce kommt. Gestern war schon ein guter Start in meinen Urlaub, das glaube ich. Ah, ich wünschte, ich hätte auch. Ja, ich muss wirklich sagen, also ich habe halt am Ende des Jahres so 3 Wochen Urlaub und danach kommt noch die Weihnachtszeit mit lauter vielen Feiertagen. Also ich glaube, das werden so richtig, also 3 Wochen Urlaub und dann kommt ja die Weihnachtswoche, dann in der Woche drauf. Müsste noch Silvester und Co. sein und da wird allgemein vermutlich auch nicht so viel los sein. Und in der Woche drauf sind dann noch die Heiligen Drei Könige. Also bis dahin, das sind so gute 5 Wochen, glaube ich, die echt entspannt werden. Aber ja, dafür habe ich halt jetzt noch so eine Woche circa Urlaub übrig. Ne? Das war es. Das halt schon... Boah, das ist hart, muss ich sagen. Das finde ich hart. Sirius, vielen Dank für den Raid. Ich dachte schon, ich habe gesehen, dass der in der Früh online war und dachte schon, der grindet jetzt einfach den ganzen Tag durch. Der versucht jetzt noch, der macht jetzt erst so ein bisschen anderen Kram und dann ab Nachmittag geht's rein in die Blaze Black 2 Minen und dann einfach nur, damit man ein Spiel durchschafft. Du bist gestern nicht mehr draufgegangen, ne? Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay, Skuntang ist actually ein bisschen nervig, weil ich nicht genau weiß, was der machen will. Hallo an alle Raiders! So, in ein paar Stunden geht's dann mit Blaze Black 2 weiter. Vernünftiger Mann. Aber bist... Ne, wir stehen jetzt vor Getzes. Ah, vor der Nemesis. Ja, ich sage, es wird auch langsam mal Zeit, dass du das Ding jetzt mal schaffst. Also ich glaube, du hast ja immer noch so wenig Tode, das ist crazy. Deshalb ich denke... Ich sage, der Run wird's jetzt. Und dadurch, dass ich das jetzt calle, wird das nicht. Bitteschön. Immer wieder gerne. Alles schön jinxen. Wann kommen bei dir 2 Streams pro Tag, Downy? Dann, wenn ihr mich so hart mit Geld reinbuttern und pushen könnt, dass ich nicht mehr eine 40-Stunden-Woche nebenbei brauche. Dann kriegst du gerne von mir 2 Streams pro Tag, Jerry. Ist gar kein Problem. Aber dann gibt's auch kein YouTube mehr. Dann gibt's nur noch Streams. Dann muss man davon leben. Ich habe gerade 270 Subs. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe circa die Hälfte. Also, Freunde, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Unter Sirius mit Subpoints. Peinlich, muss ich sagen. Schon ein bisschen peinlich, bin ich ehrlich. Aber, ja, ne? Es ist halt... So allgemein in so einer 40-Stunden-Woche ist das immer ein bisschen schwierig mit dem viel Stream. Vor allem, wenn so 4 bis 5 Videos in der Woche noch kommen sollen. Bei deren... Und Kreine, vielen Dank, dass du Rodeo einen nice Sub geschenkt hast. Und bei deren Dings es auch noch so ist, dass ich so circa... Also eine Folge dauert ja so circa 1 Stunde 15 zum Aufnehmen. Eine Stunde bis Stunde 15. Also von dem her die Realisation, Rodeo, ja. Das ist, ne? Bisschen, ne? Sagen wir nicht zu. Sagen wir einfach nicht zu. Schau deine YouTube-Videos eh nicht, also bin ich fein damit. Ja, das klingt aber nach einem Du-Problem. Also ich kann dir sagen, es wäre für mich prinzipiell sinniger... Wenn ich nur noch YouTube-Videos mache und einfach mit dem Streaming aufhöre. Da hole ich, glaube ich, mehr Geld raus als mit den Streams. Ich kann ja auch sagen, ich glaube, ich
hole mit den Uploads auf YouTube von diesen Streams hier monatlich im Durchschnitt mehr raus als über das Streaming selber, was ich crazy finde irgendwie. Aber wir müssen, ich werde, oh. Warum bin ich eigentlich nicht einfach unten rumgegangen? Es war auch richtig dumm. Aber dann hast du ein Leben ohne Jerry. Okay, wenn, also ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt anfängst, mir Argumente dafür zu liefern, dass ich aufhören soll, aber na gut. Na, das sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Hello, hello, hello. Aber nee, ich mag ja die Interaktion durchaus auch. Und wenn, lohnt es sich eher erst aufzuhören, nachdem man an dem Mimso-Nuzlocke-Turnier teilgenommen hat. Davor aufhören wäre ja dumm. Ich schau die gerne, das ist doch gut. Schnorren wäre eher, wenn ich danach frage. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob's. Also ich bin ehrlich, ich weiß jetzt nicht, was besser ist, ob man direkt fragt, hey, jemand Bock, mir einen Sub zu giften oder zu sagen, oh, ich habe ja gar keinen Sub mehr. Das ist ja doof. Also das mache ich auch immer bei anderen Chats. So bei so einem Present. Wobei, nee, eigentlich spreche ich das auch nie wirklich an. Sei ich ehrlich? Ich glaube, ich habe das noch nie so wirklich absichtlich angesprochen. So, hey, ich habe gar keinen Sub mehr. Wie ist das? Er hat ein Lebenmorb? Na gut. Nein, das ist nur ein Whimsicott, das ist okay. Also bei Jerry sage ich nein. Ja, Jerry hat sich leider für sowas einen unvorteilhaften Ruf irgendwie aufgebaut. Ich weiß auch nicht, wann es passiert ist, dass Jerry so getrollt wird. Ich glaube, trollen ist das richtige Wort dafür. Aber dass man ihn so absichtlich nerven will. Das hat er sich irgendwie irgendwann aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wann das eigentlich passiert ist. Wann so dieser Drift darüber kam, muss ich sagen. Außerdem, ich fände es im Übrigen echt geil, wenn wir zweimal streamen würden. Weil ich glaube, dann könnte man nämlich so im ersten Teil, so wie Sirius es machen, dass man erst so Spiele spielt. Also ich weiß nicht, ob es bei ihm Absicht ist oder nicht, aber ich würde es zumindest so machen. Dass man da so diesen Nintendo-Kram oder sowas spielt, worauf man sonst so Bock hat, was nicht Pokémon ist. Und dann später den Pokémon-Content auspackt, wo halt mehr Leute ziemlich sicher zuschauen, so ab 17, 18 Uhr sowas, wo die Leute halt dann da sind. Das wäre schon cool. Also das wäre echt geil. Ich glaube, wenn ich das Vollzeit machen würde, würde ich das so machen. Sei ich ehrlich. Ich glaube, das wäre so ein Vollzeit-Ding. Dass man so sagt, so 15 bis 17 Uhr spielt man irgendwie irgendein Nintendo-Scheißerli und dann 17 bis 19 Uhr kommt dann so der Pokémon-Kram. 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Okay, der missfällt mir gerade sehr. Bitte komm durch. Okay, das ist schon mal gut. Und dann gehen wir, glaube ich, in Granbull. Wobei ich eigentlich auch ganz gerne. Nee. Als ob der eine Lumberry hat. Okay, es wird gerade immer schlimmer. Ja, die denn es nochmal? Okay, wir kriegen das Toxin drauf, das ist wichtig. Dann gehen wir jetzt einmal in Granbull. Na, hallo Powerpika im Übrigen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Hello. Ich glaube auch, dass der Wutanfall dann hat. Wie viel macht ein Nahkampf auf plus 1? Boah. Das ist schon heavy. Ich gebe meinen letzten. Nein, ich bin ja auch immer dankbar für the money. Was hier reinfliegt, also da kann ich mich sowieso nicht beschweren. Da will ich mich auch. Das war jetzt ja nur als Jokos an. Oh. Ich glaube, das ist ein totes Granbull, ne? Yep. Ich weiß nicht, warum ich gerade nicht drüber nachgedacht habe, zu scouten, ob er das hat. Aber um ehrlich zu sein, ich habe halt auch nicht wirklich was anderes, was ich da jetzt hätte reinwerfen können. Also keins meiner Pokémon, die ich... Ja, ich guess, mit einem Loser, den reinwerfen sollen. Andererseits muss ich sagen, ich habe eigentlich auch wenig Bock. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt im Brutal... Ja, wir hätten mit Brutalanda... Ich weiß nicht, ob Brutalanda nicht bei einem Crit weg gewesen wäre. Plus 2 Poison Jab. Ah, da können wir jetzt auch einmal Ja, das hätten wir, glaube ich, umspielen können. Da war ich jetzt gerade auch einfach nicht, glaube ich, wirklich aufmerksam genug. Ja, und er hat... Ah, wir hätten ihn auf dem Outrage auch locken müssen. Nee, das war einfach dumm. Da war ich jetzt einfach komplett unaufmerksam. Ich weiß auch nicht, warum. Aber aus irgendwelchen Gründen dachte ich, der wird jetzt einfach nochmal Nahkampf klicken.
Aus irgendwelchen Gründen war in meinem Kopf so. so in meinem Kopf, dass der jetzt einfach weiter Nahkampf drücken muss. Und ich kann euch gar nicht erklären, warum das in meinem Kopf jetzt abgespeichert war, dass er das drücken müsste. Also, das war ein so unfassbarer Unaufmerksamkeitsfehler. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, Rambo ist, glaube ich, jetzt nicht der allerschlimmste. Ja, es ist aber auch nicht geil, muss ich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht der allerschlimmste Tod. Aber es war schon ein netter Fighting-Check, ne? Bin halt alles andere als fähiges oder was hier Subs oder so zu zahlen. Ich habe gestern 20 Euro zusammenkratzen müssen, um mir eine neue Hose zu kaufen, nachdem meine alte einen Abgang gemacht hat. Ja, alles gut, Freunde, ne? Alles gut. Macht euch da keine Kopf. Boah, hat Buffaland irgendwas? Ja, okay, jetzt hätte ich den gerne doch wieder. Ich würde jetzt einmal scouten, was der einsetzt und dem Bedroher reinjagen. Dass ich halt auch überhaupt in die Trainerin rein bin, ist halt auch schon dumm genug. Aber Revenge, das ist der beste Move. Okay, wild. Ich glaube auch nicht, dass Hosen überbewertet sind. Da würde ich gerne ein Statement gegensetzen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Okay, den Headsmash tanken wir auch ganz gut. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir einen Slack, einen Recover rausbekommen. Ich glaube, der drückt jetzt die ganze Zeit Revenge und das sollte ja eh nichts abziehen. Okay, Bufferland hat, glaube ich, wirklich einfach gar nichts gegen mich. Dann spielen wir das jetzt einmal ganz fix, ganz sicher runter. Auf der ganz sicheren Route. So, dann können wir jetzt wenigstens einmal angreifen. Ich fühle mich immer ein bisschen mies, wenn Leute mir Subs giften, aber ich guess es nicht meine. Nee, eben. Also, ich glaube, das ist auch etwas, da muss man sich nicht mies fühlen. Ich meine, Leute machen das ja, weil sie es machen wollen. Niemand zwingt jemanden, irgendwie einen Sub zu giften oder so. Also von der Seite, glaube ich, muss man sich da auch einfach einmal in keinster Form irgendwie schlecht fühlen. Also da muss man sich, glaube ich, echt keinen Kopf machen. Also auch an alle anderen, bei denen das potenziell so wäre. Also ich gehe davon... Meine Community ist ja sowieso relativ erwachsen, deshalb ich gehe davon aus, dass die mit Geld umgehen können. Und die wissen dann schon, wie sie ihr Geld verteilen müssen und wie nicht. Ah, jetzt müssen wir... jetzt muss ich ja auch noch das Granbel raustun. Jetzt muss ich auch noch das Granbel raustun. Wir geben unser Geld nur für Essen aus. Da ist das Wichtigste. Ich habe überhaupt kein Geld bis Sommer. Ja, ich glaube, gar kein Geld zu haben, ist auch ziemlich scheiße. Ah, das Granbel ist ein bisschen sad, dass ich das... Das so, also ich bin jetzt auch nicht wirklich mad gerade über den Tod, aber ich glaube, es liegt primär daran, dass ich so unaufmerksam war, dass ich es einfach akzeptiert habe. Ich weiß nicht, warum in meinem Kopf gerade war, dass der nicht einfach weiter angreifen kann. I guess wir nehmen Palossand mal mit rein. Wait a minute. Oder Nidoqueen. Ich glaube, für Nidoqueen finden wir jetzt auch eigentlich ganz gute Angriffe. Da haben wir jetzt auch wieder... I guess Nidoqueen ist eigentlich sogar besser. Für den gesamten Squad, merke ich gerade. Damit haben wir nochmal eine Bodenimmunität. Wir haben ein bisschen was Schnelleres auch am... nicht eine Bodenimmunität. Eine Dingsimmunität. Wir haben zwei Bodenresistenzen. Psycho ist jetzt auch nicht gerade der allergrößte Problem. Oder das allergrößte Problem. Ich glaube, bei Nidoqueen ist nur das Problem, dass wir nicht wirklich gescheite Moves haben. Wobei, wir hätten hier einen Schaufler... Der hat Earthpaw, aber wir haben keinen Gift-Move bisher für Nidoqueen. Das ist nervig. Das ist nervig. Wo ist meine Sandburg? Ich will die Sandburg nicht verschwenden, weil ich glaube, dass wir dem sein Dings noch gut gebrauchen können, seine Fähigkeit. Scheiße, ich wollte gleich auf 66 gehen, aber dann machen wir das eben schnell auf einem. Ist ja eigentlich auch wurscht. Hallo Skyfire, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Hello. Es gibt's noch nicht, dass wir nirgendwo... Ich glaube nicht, dass Nidoqueen Gangshot lernt, oder? Nee. Ich will einfach nur einen Poison-Move haben. Auf meinem Nidoqueen, der nicht Poison-Fang ist. Sludge Wave bekommst du im Wald. Mit im Wald? Mit Surfer? Welchen Wald? In dem Stadt 1 Wald? Oder wie?
Auf Nidoqueen hätten wir auch den Dream Ball werfen müssen, ne? Ich glaube, den Dream Ball hätten wir eigentlich auch effizienter nutzen müssen. Geht so, letzter Urlaubstag im Morgen wieder um 4 Uhr aufstehen. Heilige Scheiße, ja, das ist kacke. Das ist sehr kacke, da gehe ich mit. Wenn du ganz tief reingehst, okay, dann... Warte mal, dann machen wir aber... Machen wir jetzt einmal kurz ein bisschen Hintergrundmucke an, weil das... Das dauert mir dann doch ein bisschen zu lang. Oh, ist das laut. Hilfe! Oh, ich hasse es, wenn YouTube-Videos nicht direkt pausieren, ne? Das ist so einer der nervigsten Sachen, die existieren, muss ich gestehen. Wenn das YouTube-Video erstmal direkt komplett reinschallert. Ja, und jetzt ist auch noch der Bildschirm von YouTube eingefroren. Danke dir für gar nichts. Cool, der YouTube-Tab ist einfach eingefroren. Ja, mega. Das ist ja genau das, was wir sehen wollen. Oh. Richtig nervig. Richtig, richtig nervig. Ich hasse alles daran. Aber okay. Toothless Dance Meme einfügen. Aber das ist sowieso... Wow. Das ist sowieso crazy, wie oft ich das... Wobei, inzwischen geht's, aber früher habe ich das so oft gesehen. Dieses Toothless Dancing Scheißerli-Ding. Habe ich so häufig gesehen. Alter, was ist denn jetzt mit dieser scheiß YouTube-Seite los? Meine Fresse, echt, ey. Boah, also manchmal geht mir auch die YouTube-Seite so auf die Eier. Das ist der Wahnsinn. Anstatt, dass es einfach vernünftig angezeigt wird. Also, spinnt gerade YouTube? Okay, YouTube, bei YouTube will gerade gar nichts bei mir funktionieren. Es dauert gerade so lang. Ich finde Drift Race City den Track besten. Ist auch der beste. Nervigsten eher. Nee, Leon, du hast einfach nur eine absolute Lost-Meinung. Dann will ich auch gar keine Diskussion aufmachen, weil sie einfach objektiv falsch ist. Das hat nicht mal mehr was mit Subjektivität zu tun. Das ist einfach objektiv falsch. So, also hier können wir irgendwo Sludge Wave uns holen. Gucken wir mal. Darf ich Leon bannen? Das ist eine Überlegung wert. Das ist durchaus eine Überlegung wert. So, hier irgendwo... Ah, da ist zum Beispiel Wasser. Ist hier nochmal Wasser zum Surfen? Nein. Der geht mir so auf den Sack. Ja, es gibt auch viele Dinge, die mir auf den Sack gehen, aber ich akzeptiere sie trotzdem. Vor allem, wenn es objektiv gesehen gute Sachen sind. Hä? Wie komme ich denn da hin? So viele Bereiche gibt es doch hier gar nicht. Hä? Nochmal durchs Rechte. Oh. Oh, lol. Und da ist Grasnod auch. Ich wusste nicht, dass sowas hier auch passieren kann. Lol. Das ist crazy. Okay, davon wusste ich ja gar nichts. Das finde ich strong. Jetzt haben wir aber immerhin auch die Sludge Wave. Das ist auch sehr, sehr gut. Welche TM ist denn das? Da. Aber mich nervt es gerade richtig, dass ich den Dream Ball nicht für das Teil benutzt habe. Bis dato. Ja, wobei, wir haben Poison Point und sind Adamant momentan. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir so viele Moves haben, dass wir eher speziell gehen wollen mit dem. Dann ändern wir das nochmal schnell. Was ist denn ansonsten eure Mission so am Wochenende gewesen? Was habt ihr so getrieben? Was ist so geschehen? Was hattet ihr so getrieben und gemaked? Ist irgendwas Spannendes passiert? Oder war einfach nur Chillomillo, man hat nichts getrieben, Wochenende. Was auch vollkommen fein ist, ne? Ist ja auch komplett legit. Und auch verständlich. Ich meine, ich chill auch sehr, sehr oft einfach nur rum und denk mir nice. Und denk mir einfach nur ein bisschen was gucken. Ich habe mir ein Clown-Kostüm geholt für Montag, weil Fasching und so. Ach du Scheiße, warum denn Clown? Kannst du doch auch einfach mit deinen normalen Klamotten unterwegs sein. Ah, scheiße. Ah, das ist jetzt nervig, dass wir in diesen scheißer Kampf jetzt auch noch reingedüst sind. Badumts, so sieht's aus. So sieht's aus. Natürlich hat er gekrittet. Das war auf jeden Fall Schnipper-Damage. So, der sollte den Klaus einsetzen und wird hoffentlich... Das.
Das war gerade nicht witzig. Das hat mir gerade ein bisschen Pipi in der Hose gemacht. Ja, meine kabellosen Kopfhörer sind gestorben. Das regt mich ziemlich auf. Das verstehe ich absolut. Das fände ich auch sehr nervig. Ich bin ehrlich, das hättest du verdient. Nee, das war ja. Also, das war ja eine Steilvorlage, die du da geliefert hast. Die Situation nicht zu nutzen, wäre ja eher lost gewesen. Das wäre ja dumm einfach nur von mir gewesen. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt chillt kein. Ich sollte hier einfach langsam durchlaufen, ne? Das wäre einfach so viel schlauer, da einfach langsam durchzulaufen. Ah. Nee, also kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das nicht eine Steilvorlage war. Kannst du bitte nicht kritten, Starm? Ich wäre dir sehr dankbar. Beide Nidos einfach so geil. Ah, geht. Sie sind fein, I guess. Sie sind fein. Das gibt... Mann, ich... Was ist denn jetzt los? Hey. Das ist jetzt gar nicht gut. Aber ich bin ehrlich, ich hätte jetzt auch gar nicht an Nachthieb gedacht. Also ich wäre jetzt auch... Also das, da wäre ich jetzt aktiv einfach drin geblieben. Und hätte gesagt, ihr habt nichts gegen mich. Jetzt war... Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, was das Problem auch in meinem Kopf ist. Ich denke die ganze Zeit, das wäre neutral. Das ist ja sehr effektiv, weil in Sterling Silver ist ja alles... Oh. Da ist nämlich alles so, dass das wie damals ist. Und das hat mein Kopf bis gerade eben, glaube ich, noch nicht einmal gerade verarbeitet. Oh, das ist so schlecht. Ja, jetzt wird's doch nicht der Run. Och, Mann. Weil das war jetzt wirklich nicht wegen langsamer machen oder so. Erstens habe ich gar nicht an Nachthieb gedacht, dass er das überhaupt einsetzen kann. Und zweitens habe ich auch... Oh, shit. Und zweitens habe ich auch überhaupt nicht, also wirklich gar nicht, dran gedacht, dass das dann auch noch sehr effektiv ist. Und hallo Paradox, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Und yes, it is. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt wieder reintun soll. Oh Mann. I guess Klingklang, damit wir die Flugresistenz haben. Boah, das nervt mich jetzt. Das ist jetzt Mieskacke. Weil es war so unnötig. Es war so immens unnötig, aber... Vor allem, weil ich hätte es auch nachgucken können. Ich habe ja das Dokument sogar offen da. Aber ich hatte nur im Kopf, dass der jetzt mir mit Kampf- und Normalattacken entgegengeworfen kommen kann. Ach, Mann. Das war so unnecessary. Das ist der Wahnsinn. Vor allem Schwebebronzung war so gut. Er war so gut. Vor allem der Kampf war halt wieder so ein optionaler Trainer, Scheißerline. Ich dachte eigentlich, da stand nur oben einer. Der hat doch eine Elektroimmunität. Ja, das... Also, die Klingklang ist ja auch nicht kacke. So, das wollte ich damit jetzt auch gar nicht sagen oder so. Es ging mir nur darum, dass ich halt Bronzung verloren habe und Klingklang halt keinen Recover hat, ne? Also mit Recovery ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und das alles nur, weil ich hier hinterlaufen wollte, damit ich hier mir einen Counter holen kann. Und dass wir dann gleich nach Segrasulp rüber fliegen können. Weil dann haben wir das nämlich auch fertig. Und das fände ich auch schon sehr, sehr nice. Und weil ich glaube, man kann hier wieder sehr viele Trainer auch dodgen. Was auf jeden Fall strong ist. Was ist sie? Wer ist sie? Okay, die labert einfach nur irgendwas. Das ist auch in Ordnung für mich. Die können wir dort... Boah, wir können einfach gefühlt alles hier dodgen, ne? Oh Gott! Und ich laufe in den optionalen Trainer rein, ne? Und hallo Suppenspecht, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Okay, der ist... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wie nennen wir den? Der ist, I guess, okay? Ich weiß es nicht.
konnte man, glaube ich, garantieren auf der rechten Seite. Das muss ich mir gleich mal angucken. Ein Klugscheißer. Boah, wie nennt. Kann man das irgendwie abkürzen? Klugscheißi? Klugschei. Ein Klugscheiß. Machen wir aber Klugscheiß draus. So, hier wollen wir ja gar nichts machen. Da müssten wir den Doppelkampf. Das können wir auch erstmal noch weglassen. Ich weiß nicht, wie Barnett in dem Spiel gebufft wurde. Ach, den kann man auch... Alter, du kannst ja hier jeden... Oh mein Gott, man könnte hier fast alles... Alles durchdüsen. Da ist ein Zerschneiderbaum. Okay, dann gehen wir da gleich nochmal hin. So, jetzt haben wir nämlich Lilycove City auch gleich. Vor allem können wir uns hier den Mega-Altarier Nieten auch holen. Falls wir mit dem Teil spielen wollen würden. So, schau weg. Schau weg. Danke. Und du schau auch weg. Danke. Sehr nett von euch. So, und jetzt laufen wir einmal einfach ganz gediegen langsam hier rüber, dann da hoch und dann dahin. Okay. Dann haben wir jetzt noch den Safari-Zonen-Encounter. So, und wo muss ich hingehen für Dratini? Irgendwo rechts. Ich kann hier nach rechts laufen. Und immer weiter. Und immer weiter. Und weiter. Da ist auf jeden Fall was. Da soll Dratini drin sein. Muss ich für den angeln oder surfen? Da runter. Aber dann laufe ich ja durch Gras. Runter jetzt und angeln, meine ich. Also kann ich hier angeln oder wie? Aber habe ich dafür die passende Angel? Schutz funktioniert in der Safari-Zone? What? Echt? Das ist mir neu. Das habe ich noch nie gemacht. Bin ich ehrlich. Ja, dann... Und hier angeln, oder wie? Ja, Schutz in der Safari-Zone? Geht das im normalen Game? Schau mal in den Docs. Ich weiß es nicht mehr. Ach, kann ich nicht einmal auf das Dragoran scheißen? Wer braucht einen Dragoran? Ich bin doch noch nicht so weit, dass ich gucke, welche Encounter ich haben will. Pokémon Locations. Da wird das vermutlich drinstehen. Dratini. Ah ja, doch, wir sind schon richtig. Oh, vor allem wir haben Remoraid haben wir ja auch schon. Ja, dann kriegen wir ja tatsächlich sicher immer Dratini cool. Dann holen wir uns den. Würde ich behaupten, dass das nicht verkehrt ist. Zack. Surprise, it's Dratini. Ja, das ging schnell. Wie nennen wir den? Schon Bad True kriegst eh nicht, seien wir ehrlich. Ja doch. Aber der war ja 100% Encounter. Okay, und dann können wir nämlich gleich rüberdüsen zur Flugarena. Und dann mal gucken, Schuppenflechte. Ich weiß gar nicht, ob wir Schuppen nicht schon haben. Schuppen. Wir können maximal nur Schuppen machen, weil Flechte passt nicht wirklich hin. Aber Schuppen sehe ich auf jeden Fall. So, wir retiren. Und dann können wir eigentlich ganz easy wieder nach Baumhausens Shitty gehen. Und jetzt das Problem ist, wir haben halt nichts gegen Flug, ne? Ah, die Defas sind actually ganz gut. Boah, was mache ich eigentlich gegen Flug? Ja. Also eigentlich glaube ich, kann ich einfach mit dem Team hier weiterspielen, weil ich glaube jetzt den Moigau und Plusse mitzunehmen, macht nicht wirklich einen Unterschied. Hä, das war gar nicht sein Name. Ja, wirklich Jerry Blind. Ja, ich glaube, wir spielen wirklich einmal mit dem Squad weiter, weil ich weiß nicht, wen ich sonst da mitnehmen soll. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt einmal mit dem Squad weiter. Und kriegen von Flug-Pokémon aufs Maul. Ja, großartig. Und der ist Mod, ja. Es tut mir leid. Das ist... Also, der müsste nicht unbedingt so speedy sein, aber ansonsten hat er gute Defos. Das finde ich ganz nett.
Wann bekommt Jerry seinen eigenen Loss-Counter? Den hat er schon selber. Streich dem das Gehalt. Es wurde schon lange gestrichen. Es wurde schon lange gestrichen. Also von dem her. Okay, aus irgendwelchen Gründen muss ich gegen den gar nicht erst an. Ist das ein fester Doppelkampf? Nee, ne? Da kann ich doch, ja, ich wollte gerade sagen. Da kann ich doch easy so einmal reindüsen. Oh mein Gott. Das ist eigentlich alles scheiße, ne? Sei ich ehrlich? Ist alles scheiße. Ich bin überhaupt kein Fan von der Scheiße, die hier die ganze Zeit am Stissel ist. Natürlich kann der auch Fokusstoß, weil es wäre auch langweilig, wenn er den nicht hätte. Du bist nicht auf meinen Geburtstag eingeladen. Boah, Geburtstag aber auch. Feiert ihr euren Geburtstag? Ist das so ein Ding, was ihr macht? Weil ich sag, da bin ich dick raus. Ich weiß nicht. Ich glaube, dafür finde ich Geburtstage auch einfach zu langweilig, zu irrelevant. Ich weiß auch nicht. Ich will da auch gar nicht groß irgendwie was machen. Ich will da nur Kuchen haben. Du hast im Team ja schon Schuppen. Ja, stimmt. Ja, geil. Jetzt haben wir Schuppen 2. Ich glaube, da komme ich nicht drum herum, dass das ein Doppelkampf ist, ne? Lass doch die Mama in Ruhe. Immer so gemein zu der armen Mama. Das ist der Wahnsinn. Wir protecten jetzt hier mal und hauen hier mal einen Icebeam raus. Okay, der geht auf Nidoqueen und der geht auf Nidoqueen. Toll. War eine großartige Runde schon mal. Ach du heilige Kacke. Ja, wir hätten erst das Schwalbers weghauen müssen. Der hätte als erstes weggemusst. Da kommt Double Edge. Da kommt Double Edge. Okay. Das heißt, jetzt wird vermutlich ein Nahkampf von Staraptor kommen. Und ich weiß nicht, was das Willow macht. Boah, ist das schon wieder alles scheiße. Der Pro... Oh, protecte doch nicht! Ich muss halt wieder in die Technik. Es geht ja gar nicht anders. Der U-turnt und geht dem Mantax. Da kommt ein Sturzflug. Oh Gott. Protecten. Und ich schaue, dass das... Ja, da kommt er jetzt wieder nach. Ist alles scheiße gerade, ne? Ist alles scheiße. Ich glaube, wir müssen das Staraptor loswerden erstmal. Hier einen Schuppen geben. Wann kommt die nächste Twitch-Log? Erst im Sommer, bitte. Wir machen die immer nur alles jedes halbe Jahr. Torte, größer Kuchen. Okay, ja, beide. Ich weiß nicht, zwischen Torte und Kuchen ist für mich nie so ein großer Unterschied. Bin ich immer mit beiden fein. Nee, ist viel zu stressig, fühle ich nämlich, fühle ich. Ich habe auch gar keinen Bock, irgendwas zu organisieren. Wann kommt die nächste Souling? Wahrscheinlich niemals. Heute, ich habe mir heute erst wieder gedacht, als ich so überlegt habe, was ich jetzt so die nächsten Monate für Projekte vielleicht mache, dachte ich mir nur so, eine Souling oder eine Versus wäre mal wieder cool. Aber dann dachte ich mir auch, ja gut, keine Ahnung, mit wem ich die machen soll. Ich habe auch schon wieder, ich habe halt auch nichts, was ich in Honchcrow wirklich werfen kann, ne? Tava, brauchst du Freunde? Eben, das ist das Problem. I guess, wir bleiben drin und drücken Ice Beam, aber... Die gehen doch jetzt... Hat das Mantax schon mal angegriffen? Ja, mit Siede was. Ich protecte mal einmal. Ein Ice Beam mit dem... Wir haben Rivalen, das reicht. So sieht's aus. So sieht's aus. Warum kam jetzt die Citrus Berry? Hä? Warum ist jetzt die Citrus Berry getriggert? Greif mal bitte nicht Schuppen an. Na klar, warum auch nicht? Na klar, greifen sie beide den an. Cool, damit ist Schuppen jetzt auch tot. Ich weiß halt nicht, was... Ich habe halt nichts gegen Flug-Pokémon, ne? Das ist halt so zum Erbrechen, dass ich einfach nichts gegen die dummen Scheiße halt da habe auch. Ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Das geht mir wirklich auf den Strich. Wir können eine Nasok machen, bei der wir nach dem ordentlichen Spielstand an den anderen schicken. Du meinst eine Art Tagalog. Das wäre funny, ja. Finde ich sogar nicht mal so eine schlechte Idee. Als ob der wirklich jetzt noch eine Flugattacke hatte. Ne. Der hat bisher nicht einmal eine Eisattacke eingesetzt! Ich will...
Jetzt habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel, ne? Ich kann halt auch nichts anderes machen. Weil ich habe halt nichts gegen Flug-Pokémon bekommen. Gar nichts. Nee, was hat denn das mit Clown zu tun? Also, I mean, ich könnte jetzt die ganze Zeit in der Scheißdok... Ich habe ja auch keinen Bock gegen die normalen Trainer. Ich habe ja jetzt auch nicht das Dokument aufgemacht. Aber ein Dokument würde mir auch, um ehrlich zu sein, in diesem Kampf gar nichts bringen. Ich weiß nicht, was ich da nachschauen soll. Ich weiß grob, was die für Attacken haben. Das reicht mir. Und ich weiß, dass ich gegen jegliche Attacken verliere. Weil ich habe keinerlei Resistenz außer Klingklang. Das reicht halt nicht. Natürlich connectet er den Orkan. Oh mein Gott. Ah ja, Tinted Lens. Ah ja, logisch. Ja, das ist ein Wipe, glaube ich. Ich glaube, hier habe ich gefühlt gar keine Chance mehr, irgendwas jetzt zu reißen. Bro, also dieses Jan Mega ist ja brutal. Okay, wir müssen fürs nächste Mal, wenn wir hier reingehen, muss ich mich auf jeden einzelnen Kampf hier drin preppen. Glaube ich, weil das ist ja... Und die Protex habe ich auch immer falsch gesetzt. Wirklich. Das ist halt das nächste Problem. Ja, der pennt halt noch. Cool. Okay, aber ich glaube, wir kommen noch durch. Ja, kommt drauf an, wie viele Hypnosen er trifft. Nee, wir kommen durch. Oh, Mann. Das war jetzt sehr beschissen. Ja, ja, der Arena-Kampf ist ein Doppelkampf, das weiß ich. Ich habe halt auch... Hätte man hier an der Stelle Protect haben können? Weil natürlich, wenn ich Protect habe, ist auch nochmal was anderes, aber... Och, Mann. At least kein Wipe, Copium. Ja, wirklich Copium. Ich hasse es, dass ich hier die Items nicht nehmen kann, ne? Okay, es ist nur das eine. Im Kaufhaus gibt es Protect, aber der Rivale steht davor. Ja, okay, jetzt brauche ich es. Ja, eigentlich bräuchte ich es schon, wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich hätten wir dann den Rivalen auch gleich machen müssen. Okay, also wir nehmen Mega Altaria mit. Dann. Ja, und dann bin ich eigentlich schon überfragt, wen ich alles in diesen Squad überhaupt noch packen soll. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt irgendwie... Also wir spielen jetzt einfach nur noch, um möglichst weit zu kommen. Und dann schauen wir mal. I guess wir müssen fast auf den Rivalen dann preppen. Boah, wir haben aber auch halt auch wieder so viel Schwachsinn einfach hier nur. I guess the Laser als Speed Control ist nicht verkehrt. Bei mir ist halt alles auch so frail, habe ich das Gefühl, es ist der Wahnsinn. Was ist deine PB, das hier? Kannst du Dragoran nicht mitnehmen? Nee, dafür habe ich jetzt Mega Altaria dabei. Wurde Plusse gebufft ein bisschen, aber nicht, dass es relevant wäre. Bei dem kann ich noch Magic Guard geben und dann ist der, I guess, nicht so verkehrt. Aber wir könnten auch Mega Ohr doch machen. Ja, das ist vielleicht noch schlauer. Das ist schlauer, ja. Und dann können wir noch Dragoran mitnehmen. Dann ist das, I guess, der Squad dabei. Ja, also was Effektivitäten angeht, ich habe kein Eis-Pokémon, ich habe kein Gesteins-Pokémon. Und also die zwei werte ich nicht als Elektro-Pokémon. Das sehe ich wirklich nicht ein. Also da... Also ich habe jetzt auch gute Monster von mir einfach weggeballert, was sehr dumm war, aber es ist halt auch, ich weiß nicht, es hat heute schon katastrophal angefangen, so katastrophal unkonzentriert, aber dass es so schlimm jetzt endet, habe ich auch nicht erwartet. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die Arena-Trainer auf einmal so krasse Sets auspacken, weil... So schlimm waren die dann in der Normalarena doch nicht, aber am Ende des Tages haben wir dadurch jetzt wieder was gelernt, so sehe ich es jetzt. Wir haben was gelernt. Nee, Nekoro ist immer noch berechtigt.
Ja, das Problem ist, Bellygrum E-Speed bringt mir nichts in einem Doppelkampf tatsächlich. Da bin ich recht ehrlich, recht ernte zu dir. Ich glaube, das reißt dann doch nicht so viel. So, Dragoran, der lernt Flügelschlag, cool. So, jetzt schauen wir mal kurz. Was wir hier alles spielen. Dann können wir das nächste Mal noch Turtwig nennen. Nein, Turtwig ist ja geil. Also E-Speed will ich haben. Oh. Actually ist es echt schwer, was ich auf Dragoran alles packen will. Weil Roost ist ja auch mega mächtig, wenn er das von selbst lernt. Ich meine, für diese Arena kann ich auch mit Donnerschlag plus Dings spielen. Deswegen hole ich mir nie Metarost, Mon und Revival dann meiner Aerodactyl. Boah, wobei ich sagen muss, also Relaxo hat uns bisher schon gut getragen. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte dieses Relaxo gar nichts gemacht. Und im Relaxo wären wir jetzt auch einfach, wäre einfach Ende Gelände gewesen. Also, das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren, sage ich jetzt mal. Der war jetzt schon relativ wichtig. Ich glaube, beim Rest gibt es nicht wirklich noch irgendwas. So, dann bräuchten wir einmal noch Draining Kiss. Nein, nicht für dich. Da, hallo Lufra, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Aber das hast du ja aus Malvenfroh, oder? Ja. Ah, Metarost, jetzt. Nevermind, sorry, da habe ich mich verlesen. Da habe ich mich verlesen. Icy Wind gibt es auch ein bisschen was. Softbolt nehmen wir natürlich auch gerne mit auf dem weiterhin. Ich glaube, Hyper Voice werde ich eigentlich nicht brauchen. Wobei. Ich glaube, ich brauche Hyper Voice eher als Mondgewalt, um ehrlich zu sein. Weil das Problem ist nämlich, sonst habe ich nichts, womit ich. Habe ich wenigstens noch einen einigermaßen neutralen Move. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht gleich noch einen Doppelkampf haben. Deshalb finde ich hier Puls dabei zu haben auch nicht verkehrt. Hallo Liam, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Da müssen wir jetzt nochmal kurz Wesen ändern. Weil wir haben ziemlich viel Schwachsinn auf unserem Pokémon, was Wesen angeht. Einmal Timid. Bei Dragoran machen wir Jolly draus, würde ich sagen. Zack, zack. So, dann können wir hoffentlich so ein bisschen noch. Also da müssten wir eigentlich Magic Guard Easy hinbekommen. Da hat es keinen Effekt. Okay, das ist nicht schlimm. Dann brauchen wir den Ordinoniten. Dann kann wir Donnerblitz als TM. Oh. Und das ist natürlich noch besser. Nevermind, stimmt. Der kann auch Donnerblitz. Ich glaube, der kann Donnerblitz und Eistrahl lernen. Ja, noch geiler, hä? Hedeman, Simvolara, gib ihm. Ja, passt nur auf die crazy Strats, die ich an den Start legen werde. Ja, ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal das nicht. Timid, das passt. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir das gleich. Zack. Zack. Okay. So, Krankheit wird zum Bulky Attacker. Das wird ja immer in dem Spiel, hä? Ne, wir haben Life Orb noch nicht geholt. Das wäre jetzt sogar eine Überlegung, ob wir uns den noch holen, damit wir den auf das Shigalith draufhauen, klatschen können. Weil der dann doch etwas mehr offensives Potenzial hat. Andererseits finde ich auch die Citrobeere gar nicht so kacke auf dem, muss ich gestehen. Ja, also Hyper Voice würde beide Slots treffen, aber ich bin eh gerade noch erstmal bei Arena-Trainern. Und die muss ich gerade eh erst nochmal klatschen. Sind nur vier Back-to-Back-Kämpfer, ist ja nix. Ich würde nämlich erst noch die Arena-Trainer fertig klatschen. Bin Leben. Wobei. Nee, warte mal, wir müssten ja dann, glaube ich, auch wesentlich häufiger da rein, ne? In dieses Haus, weil das erste, was man noch von dem bekommt, ist Verhöhner. Oder irre ich mich? Ich meine, man müsste Verhöhner als erstes bekommen. Okay, hier wäre ein Single Battle, aber. Gegen den. Ah, es war falsch. Gegen den muss ich ja gar nicht antreten.
Doch, muss ich. Ich muss hier hin. Okay. Aber ist auch erstmal fein. Das sollten wir erstmal hinbekommen. What the hell ist dieser Sprite von Symbolara? Der ist bei der. Ach, das ist die. Ich weiß nicht, ob ich die Familie in meinem Zustand gerade herausfordern will, um ehrlich zu sein. Heilige Kacke. Ich habe dem keine Zitrobeere gegeben, das ist auch nicht gut. Ich glaube, wir müssen hoffen, dass. Ja. Verliere ich einfach gegen den? Cool. Mann, ich hasse es, wie ich gerade spiele. Es ist halt. Es ist halt einfach eine Vollkatastrophe gerade alles. Ja, wir hätten einfach mega Ordino als erstes gehen sollen, weil jetzt ist Schwächling aktiv. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich habe auch gerade gar keine Konzentration, habe ich das Gefühl. Also so wirklich zero. Und kann gerade gar nichts in meinem Kopf einschätzen. Es ist gerade einfach alles unmöglich. Bro, warum hat denn alles und seine Mama jetzt irgendwelche Gems? Das ist aber auch crazy, muss ich sagen. Bruder. Zieht ja so viel ab. Heilige Scheiße. Ja, dann kommt zum Schluss noch so ein Scheiß, Mann. Das. Einmal mein Snorlax-Halbtusche. Nee, mach jetzt bitte nicht diesen. Wenn ich jetzt ein Pokémon an dem dummen Emolga verliere, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Ich habe halt kein Switchen mehr, ne? Das. Verliere. Ich glaube, ich verliere gegen den Emolga. Okay, ich verliere doch nicht gegen den Emolga. Alter. Heute, ich hätte einfach nicht streamen sollen. Ich meine, diesen Run habe ich gerade. Also den Run habe ich so gegen die Wand. Ja, das ist auch der letzte Trainer gewesen. Also den Run habe ich ja so in den Wind geschossen. Heilige Kacke. Alles ja peinlich. Nee, ich brauche keine Clownsnase. Ich glaube, ich brauche. Ich weiß nicht mal, was ich brauche. Ich brauche irgendwie. Ich brauche Gehirn. Brauche ich, glaube ich. Weil das war ja. Ah. Das war ja, also. Das war jetzt eine Katastrophe. Ich glaube, wir haben auch viel zu viele gute Mons jetzt verloren. Ah. Die Konzentration ist halt auch null da, muss ich sagen. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann jetzt auch nicht erklären, warum. Also, das ist so das Ding. Ich kann jetzt nicht mal erklären, warum die Konzentration so auf minus 300 ist. Ja, wir müssen, also wenn wir eine Chance gegen den Arena-Leiter haben wollen, müssen wir erstmal gegen Maika antreten. So viel ist sicher. Weil sonst können wir das, glaube ich, komplett vergessen. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Also, wie ich das gerade gegen den Wind geschossen habe. Weiß ich auch nicht. So, stopp. Wir müssen jetzt erstmal kurz Pokémon bauen gegen die Werte Maike. Auch wenn ich nicht weiß, ob das überhaupt noch so eine gute Idee ist. Also ich glaube, wenn wir diesen Run hier verloren haben, dann machen wir einfach vielleicht auch einmal mal eine kurze Pause von dem Game. So vom Hardcore-Naslocken vielleicht. Das ist vielleicht auch gerade so. Also, was ich merke. Einfach auch mal mit vier Mons antreten gegen Maike, ja. Das ist natürlich der Plan. Ob es vielleicht nicht. Ich überlege sogar, ob wir Emolga bringen für diesen Kampf, weil Vika Void macht nicht so viel gegen Emolga. Ich nehme jetzt einfach mal Emolga mit. Gucken wir mal, was der dagegen macht. Kurze, so ein halbes Jahr. Nee, ich weiß auch nicht. Erstmal Radical Red anfangen. Nee, also ich sage euch, wie es ist. Mein Kopf ist momentan komplett auf Sterling Silver gepolt. Habe ich das Gefühl. Dass das alles andere existiert einfach in meinem Kopf gerade nicht. Also gegen Mega Sumpex würde ich einfach nochmal die Carnivine-Strat machen. Gegen Swallow habe ich absolut keinen Schimmer.
Ja, ein halbes Jahr geht nicht. Ich muss ein Mimso-Turnier gewinnen. So sieht's aus. I guess gegen Mimikma benutzen wir Mega-Ordino. Das finde ich nicht verkehrt. Dann könnten wir gegen das Rapid Dash. Haben wir Chandelure beim letzten Mal benutzt. Gegen Swallow weine ich einfach. Oh, imagine jetzt das scheiß Bronzong zu haben. Ah. Ja, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was ich gegen Rapidash machen soll. Du bist Zweiter, weil ich mir dieses Mal den Titel hole, weiß man jetzt nicht. Man muss ja erstmal überhaupt ins Mimso-Turnier reinkommen. Ne? Also, wir reden jetzt so, als wären wir da schon alle drin, aber da sind... Wer ist da drin momentan sicher dabei? Serious? Ich weiß nicht mehr, wer Zweiter oder Dritter geworden ist. Ich glaube Fritz, aber ich weiß nicht, ob Fritzchen oder Fritz, ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Ob der überhaupt noch so aktiv unterwegs ist, dass er da mitmachen will. Und ansonsten weiß ich es gar nicht mehr. Selber Fassade Swallow. Ich glaube, Fassade Swallow... Die Frage ist, in was wirft man Fassade Swallow rein, wäre jetzt meine Question. Pass auf, wie Downy nicht reinkommt. Kann passieren. Dann wäre auch okay. Dann gibt es wirklich vielleicht eine Hardcore-Sorgpause mal. Ninja-Turm, let's go. Nee, der ist gebannt. Ich weiß wirklich nicht, was ich gegen das Swallow machen soll, ne? Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich habe nicht ein Switch hin. Ja, ja, Machumai hat eine Mega, der hat ja seine G-Max. Sieht irgendjemand einen Plan gegen das Schwalboss? Nö, bisher noch nicht. Also, wenn Flux ein Update bekommt, dann spielen wir das auch. Wohin genau würde funktionieren, müssen wir davor nur was opfern. I don't know, Sirius ist safe. Ich sag einfach, ich bin dabei, du bist dabei, wir kommen alle rein. Ich call jetzt, aber I don't know, ja. Unbound auf das Härteste ist eine angenehme Nasog, falls mal was Entspanntes her soll. Ist Unbound Hardmode nicht schwer? Focus Good Encore Geist Setup, maybe. Okay. Dann bin ich jetzt gespannt, welchen Geist du mir mit Encore zeigst auf dieser Box. Also Slazzle hätte noch Encore. Klasse, Slazzle hatten wir beim letzten Mal für das Serena dabei. Das hat eigentlich ganz im Kopf ganz gut funktioniert. Ja, wir brauchen eigentlich nur irgendwas, um Swallow zu handeln. Bellydrum Linoon. Ja, der gegen Serena verliert, meinst du? War für mich ein bisschen härter als Radical Red. Ja, das macht es nur noch schlimmer, um ehrlich zu sein. Können wir in der nächsten Stadt einen Mr. Pringles fangen? Der liegt doch schon tot auf der Bank. Mit dem können wir gar nichts mehr machen. Das ist das Problem, wir haben schon echt viele gute Mons verloren, weil ich ein dummer Dumbarts bin. Und Konzentrationslevel non-existent ist. Ich überlege, ob wir Moiga in dem Kampf opfern und dann wohin genau irgendwie reinschicken oder so. Boah, mich nervt das so, weil du kannst so viele Trainer in dem Spiel wirklich dodgen. Und die Special Trainer, wenn du solide Encounter hast, sind auch alle echt machbar. Aber ich merke halt einfach, wie im Stream meine Konzentration für sowas einfach nicht da ist. Ich glaube, mein größtes Problem während dem Streamen bei sowas ist einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur on-topic hier rede, ist das furchtbar langweilig. Das ist, glaube ich, eines meiner größten Probleme, weshalb solche Fehler wie da jetzt entstehen. Hallo Luceron, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Hallo. Ich sehe wirklich nichts, was ich gegen Schwalbers machen kann, außer was opfern, wohin genau Konter. Und ich glaube, das muss ich auch machen. Weil ich sehe keine andere Route. Haben wir überhaupt den Fokusgurt noch? Wurde der beim letzten Mal aufgebraucht oder nicht? Kann ich nochmal einen Fokusgurt kaufen? Weil ohne Fokusgurt wird es auch schwierig. Wobei, Schwellow wird mich wahrscheinlich nie one-shotten. Aber dann ist das tatsächlich die beste Route, die ich fahren kann. Was anderes wird's, glaube ich, nicht. Nee. Ich bin bei dem On-Topic eingeschlafen. Ja, genau, Jerry, genau. Ich glaube, hier gibt's keine. Also gegen D-Dulli, es gibt übrigens ein paar Special Battles noch, mit denen man die Choice-Items kriegen könnte, aber ich weiß nicht, mit den Choice-Items
kann ich irgendwie gerade nicht so viel anfangen, habe ich das Gefühl. Ja, also du kriegst jetzt einfach halt eine Citrus Berry. Wo ist er denn? Damit fahren wir eigentlich ganz gut. Du kriegst die Yachi Berry. Vor allem mit den Antibären. Ist halt das Ding, könnte man auch viel machen. Könnte man so viel machen sogar, ist das crazy. Wo ist die freaking Yachi Berry da? Dann kriegst du wieder eine Citrus Berry. Was hast du? Citrus Berry passt auch. Bei dir ist eigentlich wurscht, was du für ein Item hast. Mäuger mit Elektronetz behalten. Ja, aber ich muss ja irgendwie auch das Vikavolt besiegen. Beziehungsweise ich kann ein maximal Snorlax gegen Vikavolt mitnehmen. Der würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, dann lass es so machen. Dann weiß ich aber nicht, wen ich aus diesem Squad opfern soll. Wenn, sobald Schwalboss reinkommt, bin ich mehr oder minder am Arsch. Ich kann maximal Plusse mitnehmen. Aber Plusse gewinnt halt nicht gegen Vikavolt. Der hat halt Encore. Ja, aber Ninja-Turm ist gebannt, Freunde. Ninja-Turm benutze ich nicht, weil der lame ist. Können noch Dra Wobei Dragalge ist ja eigentlich jetzt richtig gut gegen den. Ja, aber es, am Ende des Tages ändert es nicht, ob ich Dragalge oder Snorlax oder wen auch immer mitnehme. Schwalboss maybe Lead. Was soll ich denn mit einem Schwalboss gegen Vikavolt im Lead machen? Ich glaube nicht, dass Schwalboss Vikavolt one-shottet. Oder? Außerdem habe ich ja auch keinen Protect. Ja, wobei brauche ich gar nicht, nevermind. Und dann. Warte mal, wie viel Speed habe ich? Und dann bin ich ja einfach auch nur in einem Speed-Tie mit dem gegnerischen Swallow. Und wenn das gegnerische Swallow mich tötet. Ja, okay, dann sage ich mal, dann hätte ich wenigstens meinen Sack. Nein, nein, das Vikavolt ist der Lead und dann kommt Schwalboss. Ja, ist alles ungeil, ne? Das ist doch alles doof. Ja, ich guess, mein bester Plan gegen Schwalbe ist es einfach, irgendwas hiervon abzuwerfen und zu gucken, was am besten gerade passt, was ich abwerfen kann. Ich seh nicht wirklich eine andere Route gerade. Ich meine, wenn Megaswamp halt relativ früh reinkommt, dann ist ja eh optimal. Weil dann können wir das Carnivine einfach opfern, weil wir haben keinen Maike-Kampf hiernach mehr. Das heißt, Carnivine hat an der Stelle auch nicht mehr auch nur einen Job. Passt auf. Wir benutzen Tandrak. Wir benutzen Tandrak, um Vikavolt zu besiegen, weil das sollte eigentlich das Megaswampert baiten. Und dann können wir Carnivine reinholen und Carnivine können wir dann zur Not immer benutzen gegen Swallow, um den abzuwerfen. Und dann können wir mit wohin genau killen. Das klingt meiner Meinung nach einem sehr guten Plan. Das machen wir so, das gefällt mir. Aber der hat ja eigentlich schon ein gutes Set, lol. Ich bringe jetzt mal noch Donnerblitz bei, falls er es braucht. Beziehungsweise wir könnten sogar überlegen, T-Spikes rauszulegen, merke ich gerade. Das würde auch funktionieren. Ich glaube sogar, die Überreste sind noch besser auf dem. Doch, ich habe jetzt, glaube ich, einen Plan, wo halt Carnivine sicher stirbt, aber das juckt mich ja null. Dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ja, wegen den Sticky-Scheißerlis bin ich sowieso langsamer als alles und seine Mama. Also das ist mir sowieso egal. Ich plane eh mit keinem Mon. Ah, wobei, actually ist das schlecht für Salazzle, wenn Sticky Webs liegen. Dann brauche ich einen anderen Plan gegen das Serena. Mit anderem Plan meine ich ein anderes Mon. Also Mega Altaria wäre halt ein Banger dagegen. Aber dann kann ich nicht Mega Ordino benutzen, um Mimikma zu handeln. Und sonst habe ich nicht so viel, um Mimikma gut zu handeln. Ach Gott. I mean, auf wen kommt Serena rein? Weil je nachdem könnte man Schwalbers mitnehmen. Liegt das Safe Sticky Webs? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht.
wüsste aber auch nicht, wie ich das gut abusen kann. Also klar, mit dem Moiga oder Plusse Onkorn. Und dann auf irgendwas betten, passen und gewinnen, aber ich sehe jetzt auch kein Mon, was ich jetzt hier irgendwie habe, mit dem ich sweepen kann. I guess Mega Smetbo maximal. Aber dafür, ich weiß ja auch nicht, wie lange der geonkort ist. Also wir können maximal alles auf eine Karte legen und einfach sagen, wir gehen auf den Smetbo Sweep. Dass wir das Vikavolt schlafen legen und dann Quiverdance drücken. Und dann mit Bugbars plus Air Slash versuchen durchzugehen. Das wäre auch ein Ding. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre das etwas, was man machen kann. Ich probiere es jetzt. Ah, dann kann ich nicht Mega Ordino mitnehmen, ne? Dann brauche ich irgendwas anderes, was vielleicht Mimikman noch handelt. Ich kann den Megan, ja. Wäre, I guess, Vespiquen. Ja, wir nehmen mal Vespiquen mit. Ich meine, der Plan ist sowieso... Das sieht so nach so viel Schwachsinn hier aus, was wir dabei haben. Aber prinzipiell habe ich jetzt für jedes Mon, glaube ich, sogar ein Mon dabei. Das Problem ist, wenn der jetzt einfach Bugbuzz drückt... Ja, ich weiß nicht. Also gegen Emolga wird er sicher Sticky Web einsetzen. Deshalb würde ich mal mit Emolga hier reingehen. Dann können wir Onkorn, Volt switchen. Und dann Smetbo gehen und dann mit Smetbo versuchen halt zu sweepen, ne? Ja. Das klingt doch nach einer tollen Sache. Dann geben wir dem noch die Chilan Berry. Vielleicht überlebt dann sogar der hier einen Move von Schwalbos. Und dann sind wir sogar trotzdem gegen alles einigermaßen gepreppt. Ja, ein Banger. Ich hätte nur gerne gegen das Mimikma irgendwas Besseres als Vespiquen. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe nicht, was auf dieser Bank da irgendwie mehr reißen würde. Nee. Das wird so ein immens weirder Kampf. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Also je nachdem, was für einen Counter man hier noch bekommen kann, ist der Run maybe noch nicht durch. Also reingeschissen. Also ich denke, wir haben schon noch Chancen, ein paar Orden zu holen, aber vermutlich nicht allzu viele, ne? Also ich hoffe jetzt mal, dass der jetzt bald Quiverdance lernt, weil sonst wäre ich sauer. Ah, perfekt. Jerry, einfach kein Optimist. Echt kein Optimist, ja. Hurricane traue ich mich nicht zu spielen, um ehrlich zu sein. Dann machen wir es auch einfach nicht. So. Da ist der Butterfree Need. Nee, nicht auf dir. Klar, es ist immer halb leer, ja. Das Traurige ist, ich bin ja auch noch auch so einer. So sieht's nicht. Ja. Die Wesen passen auch alle. Ja gut, dann gibt es ja jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Ja, das heißt, die Wette kann kreiert werden, Freunde. Die Wette kann kreiert werden. Mach den Sack jetzt so einfach spontan zur Liga rüberhüpfen. Das wäre doch auch stark, oder? Jetzt einfach spontan zur Liga rüberdippen. Ich sag, es wäre schon geil, wenn wir in dem Run das jetzt noch schaffen, weil dann habe ich natürlich nur für den Content gefroht, weil ich mir dachte, nee, sonst ist mir das Spiel einfach zu einfach. Sonst ist das Spiel ja viel zu easy. Den habe ich jetzt noch nicht drin. Wohin genau? Boah, was ist... Entschuldigung, ich habe gegen das Mikrofon gehauen. Ich hoffe, es hat nichts geändert. Was ist da? Guckt euch, da sind halt einfach nur so, ich würde fast schon eher sagen, Z-Humans und Skelabra sterben mehr als 5 Pokémon. Das wäre eine gute Frage, bin ich ehrlich. Wird Downy verlieren? Ja, es ist leider Gottes eine berechtigte Frage. Ah.
Ich hasse mein Leben. Oh, mich nervt das so, dass ich jetzt gerade so viele gute Mods weggeworfen habe. Ich kann wirklich nicht. Vielleicht ist einfach heute kein guter Tag, um sowas zu machen. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, was ich im Stream machen soll, wenn ich keine Hardcore-Nuzlocks mache, ne? Das ist halt das Problem. Weil ich will ja schon irgendwie was mit Pokémon auch machen. So, man könnte natürlich auch mal ein bisschen was anderes machen. Aber, ja, das Brutalanda und das Bronzong sind das Schlimmste. Die sind die Vollkatastrophe. Ja, das wird jetzt... Warte mal, der ganze Plan funktioniert ja gar nicht. Emolga outspeedet das Vika-Volt ja gar nicht. Der Plan geht ja gar nicht auf. Weil ich müsste ihn ja auf Sticky Webs onkommen. Wobei, ich bete einfach, dass der Sticky Webs, glaube ich, drückt. Weil eigentlich, er sollte immer Sticky Web als erstes. Dann kann ich Encore'n, Slow Volt switchen. Ja, wird schon passen. Wird schon schief gehen, oder Freunde? Wird schon schief gehen. Nintendo-Kram. Das Problem ist nur mal, bei Nintendo-Kram haben nicht so viele Leute Lust drauf und das kommt auch auf Downies Memes dann nicht so gut an. Das ist halt immer das Ding. Das ist halt... Ich muss ja halt trotz allem ein bisschen aufs Geld gucken. Das ist dann schwierig, Encore jetzt. Jawohl! Okay. Der erste Play funktioniert schon mal. Die Sticky Webs erfolgreich predicted und... Ich mag es auch, dass ich einfach 4 Pokémon habe, die Sticky Webs immunisieren. Wohin genau habe, denen das gar nicht erst juckt. Und dann haben... Nein! Nein! Ja, jetzt wissen wir, dass wir den nicht darauf encoren können. Cool. Großartig. So, und jetzt wird alles eine Vollkatastrophe werden. Weil der Butterfree Sweep, der wird es an der Stelle definitiv nicht. Okay, jetzt wird's wild. Was wechselt die denn jetzt hier so herum? War ein leckerer Crit. Die wechselt mir gerade ein bisschen zu viel herum, muss ich sagen. Maike ist nervös. Ich glaube auch, die hat gerade einen nervösen Zeigefinger. Ich weiß gar nicht, ob ich Seed Bomb auch noch auf meinem Unkraut habe. Ich hoffe's. Kommt Erdbeben wieder, wunderbar. Schwebe sagt, juckt mich nicht. Weil Seed Bomb reicht aus der Range locker. Zum zweiten Mal darf Carnivine was machen. Maike passt sich deinem Spielstil an, ich glaube auch. Das war ein Crit, crazy. Crazy. Okay, wir haben schon mal das Mega Swampert weg. Aber Mega Swampert war jetzt auch nicht so das, wovor ich am meisten Angst hatte, um ehrlich zu sein. Da war jetzt die Angst nicht so wirklich da. Freeze ist immer das Gefährlichste hier, aber das, also da weiß ich nicht, wie ich das umspielen soll. So, hier kommt jetzt immer P-Jab oder die Feuerattacke. Im besten Fall die Feuerattacke, weil dann kriegen wir nicht mal Damage auf Skelabra. Sind im Sticky Web gefangen, logisch, kann ich nichts gegen machen. Anti-Freeze-Beere, damit ich dann an dem Eispunch sterbe, weiß ich nicht. Okay, wir kriegen leider einen Gift-Tip ab, aber es ist noch okay. Da kommt Wild Charge, das sollten wir eigentlich leben und dann mit Spukball besiegen. Weil es sollte auch genug Recoil geben, dass Spukball hier immer killt. Dann wird vermutlich Mimikma... Dann wird vermutlich Mimikma gebaitet mit einer Geistattacke. Und jetzt haben wir halt gar nichts, was wir Mimikma... Oh mein Gott, wir leben es nicht mal. Das Problem... Okay, ich weiß nicht warum... Ah, der kann sich nicht selber killen. Das hat wieder auf Gift-Tip, okay. Das Problem ist, ich kann halt gegen nichts setupen. Und ich kann auch jetzt eigentlich... Das ist alles scheiße. Das ist alles gerade scheiße, muss ich sagen, ne? Hast du Sleep Powder aufs Metro, ich hoffe. Ich gehe momentan davon aus, ja. Aber eigentlich müsste... Ja, habe ich. Also damit kann ich natürlich noch irgendwie was reißen, aber schwierig. Ja, ich verliere, glaube ich, jetzt einfach gegen das Vika-Volt.
Weil ich habe, also was uns vielleicht nicht aufgefallen ist, ist, dass das ganze Team komplett von Vikavolt auseinandergerissen wird. Ich meine, wir kriegen jetzt einen nice Special Attack Boost, das ist cool. Und jetzt können wir einen Hurricane raushauen. Aber die Chilamberry. Ach du, das ist ein Crit. Das war kein Crit. Oh mein Gott, Emolga ist so scheiße. Emolga ist so scheiße. Ja, jetzt haben wir verloren. Jetzt müssen wir. Ja, ich glaube, das war's. Das haben wir aber auch schon wieder gar nicht durchdacht gehabt, ne? Oh Gott. Also vielleicht leben wir es, weil wir mega sind. Oh, das sieht irgendwie echt cool aus, muss ich sagen. Ja, schade. Dann haben wir verloren. Wie läuft's? Hi, Emerit. Wir verlieren gerade. Weil ich dumm bin. Vielleicht er noch irgendwie. Aber ja, wollte gerade sagen, hätte, würde mich wundern. Ich meine, es war jetzt nicht die beste, also sind wir ehrlich, ne? Also wir hätten uns natürlich anders preppen können. Aber ich wusste auch nicht, dass ich den nicht mit Encore abusen kann. Haben wir das schon bisher einmal gesehen gehabt? Das ist halt das Ding, das war halt... Ich meine, ich habe es jetzt auch rausprovoziert, dass wir mit diesem G-Max Butterfree sweepen. Weil wir hätten auch einfach mit dem scheiß Snorlax liegen können und einfach das Vikavolt besiegen können. Und dann hätten wir noch Mega Ordino stattdessen dabei gehabt. Und ich glaube, dann hätten wir auch einfach gewonnen. Und ich weiß nicht, ob unsere Box so schlimm ist. Aber das Ding ist, prinzipiell kann man sich ja Goodra... Also wenn man Goodra in dem Spiel, glaube ich, bekommt mit Snorlax, Mega Ordino und wenn du dann noch Gliscor hast, hast du, glaube ich, eigentlich einen Deathcore, der im Endeffekt für die Gegner undurchdringbar ist. Also damit habe ich ja das komplette Spiel in seine Einzelteile damals zerlegt gehabt. Aber die Box ist auch kacke, muss ich sagen. Also ich tue jetzt mal kurz das raus, was ich für einigermaßen solide halte. Mit dem man wirklich was anfangen kann. Wir sortieren jetzt einmal mal ganz gediegen kurz aus. Ich glaube, das Formio muss eigentlich eh released werden. Das dürfen wir gar nicht benutzen. I guess, mit dem kann man noch was reißen. Es sei denn, der Gegner hat Freeze-Dry. Ja, dann kümmert sich halt Snorlax darum. Also es gibt schon immer was in dem Deathcore. Ich glaube, Octillery ist nicht schlecht. Dragoran ist ganz nett. Ja, okay, wir haben doch mehr in unserem Squad, was ganz nützlich ist. Aber wir haben halt, glaube ich, so viele gleiche Typen. Also wir haben halt hier so vier Flug-Pokémon. Klar, den müsste ich halt megern. Dann haben wir da so einen Schwachsinn wie Plusse im Molga Diglett gehabt. So Hariyama reißt halt auch selten was. Hast du Encounter unter der Safari-Zone geholt? Also die ist... Ah, nee, stimmt. Die Encounter hätten wir auch noch holen können. Nee, an die habe ich auch nicht gedacht. Ja, wir hätten allgemein, glaube ich, hier auch... Stimmt, in Baumhausen City hätten wir noch ein Ei gehabt. Boah, echt... Oh. Und in... Ich habe echt viel vergessen auch, muss ich sagen. Weil wir hätten in Baumhausen City das Ei gehabt. Wenn wir einfach runtergedüst, hätten wir, glaube ich... Also da, wo die Safari-Zone ist, wenn man nach unten surft, das ist eine Route. Der Pyroberg ist eine Route. Das da drunter ist, glaube ich, sogar auch nochmal eine Route. Da bin ich mir jetzt unschlüssig. Aber da hätten wir auch nochmal einen Encounter gehabt. Lebt der Run noch, nur jetzt vorbei. Deshalb sind da keine Pokémon mehr. Also wir hätten da mehr als genug gehabt. Ich muss auch sagen, meine Motivation für Inclement Emerit ist auch irgendwie gar nicht da, ne? Also wenn es gut läuft, ist die Motivation da, aber wenn es schlecht läuft, ist sie auch komplett weg, ne? Das ist halt das große Problem. Das hatte ich halt bei Blaze Black einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Bei Blaze Black habe ich 38 Mal gefühlt geresettet. Und mir gedacht, boah, geil.
Und jetzt im nächsten Run funktioniert's. Und hier, hier denke ich mir so, ja, Das ist halt so das Problem, was mich selber auch nervt. Und ich kann aber nicht erklären, warum. Weil eigentlich, das Spiel ist wirklich machbar. Weil das Iro-Cakes, ja. Hier, Hosenstall. Warum? Was ist mit Iro-Cakes? Squad-Pokémon schlechthin, weiß ich nicht. Naja, Xenoverse habe ich ja schon mal gespielt. Das werde ich nicht nochmal casual durchspielen. Aber wahrscheinlich wäre eine Überlegung, einen Hack zu spielen. Oder irgendwas anderes. Oder erstmal, ich weiß es nicht. Ich wünschte, Pokémon Flux würde einfach weitergehen. Weil ansonsten meine Überlegung war auch, Vanguard zu spielen. Aber da gibt es dann auch den nächsten Update. Ich weiß es nicht. Downy braucht einen Break, ja. Reborn dauert mir viel zu lang. Viel, viel zu lang. Ich weiß aber nicht, mit was ich mir diesen Break holen soll. Ja, ich, das was Zoifor sagt, ich glaube, das ist so momentan so das Main-Problem. Ich glaube, was bei Blaze Black 2 von Vorteil war, da haben mich währenddessen, glaube ich, nicht so krank schwere Games gespielt oder Games, wo ich mir nicht dachte, heilige Kacke, ich muss jeden Kampf reinschneiden. Weil ich glaube, momentan ist der Spielspaß einfach nicht so gegeben, weil Sterling Silver halt so viel Dings braucht. Das ist der Wahnsinn. So wie Präsenz, sage ich jetzt mal, braucht. Und dann ist es maybe auch einfach too much gerade am Ende. Hier ist halt das Problem, dass jeder Kampf Calculation braucht, ja. Ich habe das Gefühl, dass du wirklich... Also ich sag mal, zumindest ab dem sechsten Orden hier da drin musst du dich halt auch auf die Kämpfe wirklich vorbereiten. Und ich glaube, das könnte jetzt nämlich auch genau das werden, warum ich ab hier auch gar keinen Spielspaß mehr habe. Weil genau darauf habe ich gar keinen Bock, dass ich mich auf jeden einzelnen Kampf gesondert mehr oder weniger preppen muss. Also wirklich komplett gesondert. Weil da jetzt alles Damage-Kalk durchzugehen oder auch einfach nur zu gucken, was die alle haben, dass du auch ja nicht von dem Trainer komplett zerdeppert wirst, ist halt kacke. Das ist halt einfach kacke. Das ist halt das Ding. Aber das Problem ist, es gibt nicht so viele Mimso-Hacks, dass man die ganze Zeit irgendeinen Mimso-Hack spielen kann, der zum Großteil eigentlich immer mit die perfekte Balance hat. Ha. Ja, alles schwierig. Muss mal überlegen, was wir jetzt dann machen.